Was mache ich denn gerade? Achso, Meinungsfreiheit. Okay. Viel Hartholz. Ah. Kettensäge. Ja, brauchst auch wieder Öl. Da fehlt es mir dann an Werkzeug. Holz wird sehr billig. Sollte man vielleicht nicht überall machen. Ja, das geht. Machen wir mal elektrische Sägen rein. Ich habe zu viel Holz. Elektrische Nähmaschinen. Brauchen wir noch mehr Färbemittel? Oh yeah. Ist alles ein Rattenschwanz dann, der sich nach oben immer weiter aufbaut. Wieso machst du keinen Gewinn? Was ist da los? What's the problem? Wird es gebaut, okay. Da auch. Hier nicht. Keine Leute oder was? Dann werden wir mal die Beschäftigungszahl reduzieren. Was ist los? Demonstranten der Abstinenzbewegung protestieren gegen die Herrschung von Spirituosen in Holland. Beschleunigt den Fortschritt der Abstinenzbewegung drastisch. Entscheidung, Spirituosenhandel verbieten, beschlossen. Sollte stolz auf seine Spirituosenproduktion sein, okay. Machen wir mal das hier, dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal die Meinungsfreiheit durchkriegen. Und dann gucken wir mal. Müssen wir das mit dem Freihandel noch mal ändern? Na, ganz toll. Transport sieht eigentlich ganz gut aus. Meinungsfreiheit! Da freuen sich alle, hoffentlich. Interessiert nicht, interessiert nicht. Danke, danke. So. Sagt denn der Dünger? Der ist sehr billig bei uns, ne? Ja.
Getreide fehlt immer noch ein Haufen. Das wundert mich ein bisschen. Baumwandtasche. Automatische Bewässerung. Könnte man richtig fett steigern, aber ich mache das lieber so, dass ich neue Dinger baue. Ja, außer beim Opium vielleicht, da wäre es vielleicht nicht schlecht. Brauchen wir halt mehr Motoren. Ruanda. Da hinten irgendwo, das ist mir egal. Streitkräfte ist unzufrieden, Teil der intellektuelle Teil der Regierung sind. Okay. Das ist aber nicht so toll. Minus 25 Autorität, das passt schon. Blöden Grundbesitzer schon wieder hier. Achso, jetzt kann ich hier nicht mehr unterdrücken, weil wir jetzt Meinungsfreiheit haben. Super gemacht. Agrarismus. Das war mehr für die Landwirtschaft. Das ist, nee, das brauchen wir nicht. Grundbesitzer radikalisieren sich. Ja, passt schon. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir die Planwirtschaft durchkriegen. Die ist die Versammlungsfreiheit lieber als die Meinungsfreiheit. Das ist auch geil. Oh. Chile ein Problem. Gut, dass mir das egal ist. Aus irgendeinem Grund kann man hier eine Kolonie gründen. Das wundert. Ach so, wegen da oben Belgien. Okay. Ich glaube, Frankreich ist ein bisschen schneller da. Oh ja, irgendwie schon. Zwei Prozent pro Tag. Ist ja nervig. Da fehlt es mir an Bürokratie immer noch. Mann, Mann, Mann. Okay, es wird mal Zeit, das weiter auszubauen. Schon wieder. Oh, Telefone. Wo kriege ich denn Telefone her? Elektrofabrik. Ah. Was viele hässlich grinsen. Ja, das lässt sich schon mal nicht vermeiden. Elektro-Eisenbahn. Fließbänder. Hä? Das ist Plastik.
Telefone. Wir wechseln mal. Ich hätte gerne erst die Telefone, bitte. Oh, der schneidet mich ab, der Franzose. Das ist aber nicht schön. Das Ganze gar nicht. Na, ja, ganz toll. Na, eben, die Kolonie wird auch mal größer. Sehr schön. So muss das. Nö, das ist nicht mein erstes war Schweden. Das ist mein zweites. Schweden hat nicht ganz so gut geklappt, fand ich. Aber halt also das erste und da kann schon mal was schief gehen. Müssen wir irgendwas bauen, ne? Für den Fortschritt. Ah, stimmt, jetzt können wir die Kunsthochschule Film machen. Gibt nämlich auch nochmal Dienstleistung. Mehr Strom. Mehr Regierungsverwaltung. Einfach mal drauf losbauen. So. Ist so bescheuert, dass man die nicht diplomatisch integriert haben, die Untertanen. Beziehungen sind so gut. Ganz toll. Wachstum übertrifft Prognosen. Die Kooperation dauert wieder Ewigkeiten. Mann, Mann, Mann. Müssen mal den Freihandel loswerden und schauen wir mal. Oh, der Lebenswandel steigt auch unaufhörlich hier. Sehr schön. Das BIP schießt auch in die Höhe. Wir sind ja schon Stufe 6 weltweit. Eine Großmacht zu mir. Knapp hinter den Vereinigten Staaten. Aber Frankreich sind nicht ohne. Da muss man aufpassen. Gut, dass wir den Bündnis haben. Fehlt immer noch Transport, ne? Bräuchte man die Elektrozüge.
Ah, interessant, mit Rechtsklick kann man da hinzoomen. Gut zu wissen. Ah, Krabbeninfanterie. Die Munition wieder teurer. Opium. Mehr Opium für die Kasernen. Sie waren das gerade so schwarz. Hm? Sieht man auch schlecht. Uiuiui, ich muss hier erstmal ein bisschen was bauen, glaube ich, bevor ich weitermache. Oh, eine Revolution. Was haben sie im Problem? Die industriellen Kopfsteuer beschließen, wollt ihr? Nee, nix da. So, das wird jetzt ein bisschen steigen hier. Bis so 50, 57. Da wird es dann stoppen. So, mal gucken, ob wir jetzt die Planwirtschaft durchkriegen. Gerade Preise für Dampfer und Kriegsschiffe ist eingebrochen. Wir haben nicht genug Konvois. Oh Mann. Was ist hier los? Aufstieg der Radikalität. Mal kurz Pause. Das können wir Attachment jetzt stürzen. Beliebte Radikale. Oberschichtpops wären realistischer. Und Belgien und 5% der Pops von Belgien werden radikal. Minus 500 Unterdrückungsauswirkungen auf Interessensgruppensanziehung. Lass mal unterstützen. Mal gucken. Völkerfrühling. Ruf nach einer liberalen Revolution verbreitet sich in der ganzen Welt. Wenn es eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt, wird mit einem Sieg der Revolutionäre abgeschlossen. All diese Interessensgruppe hat Ideologie radikaler, hat monarchinisch beschlossen. Okay. Wird ein Sieg der Revolutionäre abgeschlossen. Schauen wir mal. Müssen wir jetzt erstmal hier die Dings durchspringen. Dann schauen wir mal. Ich wurde ein Politiker gestorben. Moment. Ist das mein Anführer gewesen? Ich glaube schon.
Der andere Leopold ist gestorben. Ja, eindeutig. Das ist ein Kleinbürger. Royalist. Okay. Die Industriellen sind ein bisschen aufständig hier. Das geht ja gar nicht. Wenn die Kopfsteuern beschließen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Planwirtschaft durchgeht. Nö. Okay. Ja, aber scheint keine allzu großen Auswirkungen zu haben. Ich kriege ja nicht meine Info darüber. Die richtige. Total bescheuert. In meinen Augen. %42. Erhöhen wir doch mal die Geschwindigkeit. So. Ja, das steigt jetzt nicht mehr weiter. Sagt unser Gummi. Exportieren wir da? Jo. Könnte man eigentlich noch mehr machen. Öl geht immer noch nicht. Opium, wie schaut's da aus? Auch noch nicht. Gummi! Der war auch schon relativ alt, aber ich weiß jetzt nicht, wie alt der war, der andere. Keine Ahnung. Aber stimmt, ja, am Anfang sind die irgendwie nicht gestorben. So. Die Industriellen mögen uns gerade nicht so. Mal Best Buddies und jetzt sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier durchkriegen, die Planwirtschaft. Habe ich nicht mehr genug Generäle? Scheint so. Sinniger. Nehmen wir mal dich. So meine Armee wieder ein bisschen. So bescheuert, ja, ey. Dass man die nicht integrieren kann, musste echt quasi den Krieg erklären. Auch sehr komisch gemacht. Die erste Wahl, wegen der Auswahl des Wahlrechts auf Frauen ab. Läutet damit eine neue Ära der belgischen Demokratie ein. Die Arbeiterbewegung muss weiter für die Gleichstellung kämpfen. Die Gleichheit ist Teil der intellektuellen Tradition. Ein großer Sieg für die Südkraft, die Gewerkschafter. Sehr schön.
Kraftwerke ausbauen. Krieg im Schlamm, beliebige Front. Grabenrate, okay. Waldklassen Pleiglas und manuelle Glasbläser nicht aktiviert. Es sind auch nicht mehr allzu 4 Jahre bis zum Ende. So, es wird die neue Wahl abgehalten. Ich bin gespannt. 92% für die radikale Partei. Oh. Die haben sich wieder zusammengetan hier anscheinend. Ja. Scheint so. Schön, schön. So, wie schaut's denn hier aus? Wer blockiert denn die Landbewohner? Ja, ist okay. Noch die Monarchie loswerden irgendwann mal. Das wäre schön. Revolutionär unserer Zeit. Nee. Die will ich weghaben. Ständig neue Parteien hier. Tage und dann bin ich mal gespannt, ob das diesmal was wird. Bevölkerung rauskriegen. Achso, die sind gerade drin. Dann hoffe ich mal, dass sie noch raus verschwinden. Ein Kriegstreiber, okay. Er ist ein Republikaner, okay. Oh, Kunstseite. Plus 900, ey, ey. Na, für die Kunstseite brauchen wir wieder Öl. Das haben wir nicht. Gibt's nicht. Leider. Jetzt müsste ich langsam mal was für das ganze Stromzeug haben, wo ich das einsetzen kann. Brauchen wir Seite und da auch, okay. Erfolgstrunk. Wirtschaftsreform durchzudrücken, haben Verknappung und Misswirtschaft Belgien, Patagonia geführt. Wir machen keine Fehler, feiern nur Erfolge, genau.
Ganz bestimmt. So, ja, die Qualität ist hier immer noch recht hoch. Es ist immer noch nicht durch, sag mal. Die mögen nicht so recht, ne? So, können wir noch irgendwo die Produktion steigern? Bei den vielen könnte man Elektrozäune machen oder Stachelzäune. So, dann nochmal die Preise steigern. Mehr Transport. Oh, da wird es schon die Kohle verringern, ganz stark. Okay. Ach nee, da brauchen wir ja schon. Wir sind ja noch dabei. Ich bin dir mit dem allen eine Eisenbahn. Oh, jetzt sind wir schon ganz schön im Minus hier. Eieiei. Wegen ganzen Regierungsverwaltung, hm? Aber ist okay, wir sind noch gut im Plus. Wir haben noch genug Goldreserven. Ja, minus 0 plus, genau. Ist klar. Motoren, das ist immer knapp, ey. Noch zu wenig. Packen wir die auch noch mit dazu. So, radikale Partei hat mal wieder gewonnen. Katholische Kirche ist mittlerweile randständig. Uah. Na gut. Immer diese ganzen Radikalen hier, echt schlimm. Sozialhilfe haben wir jetzt nicht unbedingt. Können wir mal die Bildung erhöhen? Ja, radikal sind die Nationalisten, ja. Ist klar. Gehen wir erstmal eine Stufe hoch. Das ist mal so und dann gucken wir mal, was noch übrig ist. Müssen wir mal schauen. Teufels, hast du irgendeine Möglichkeit gefunden, wie ich meinen Untertan integrieren kann ohne Krieg?
Ich habe keine Ahnung. Das geht anscheinend nicht. Oh. Neue Kolonien. Ey, die USA machen sich ja ganz schön breit, du. Das finde ich nicht gut. Niederlande existiert nur, weil sie mein Untertan sind. Ich war so gnädig. Naja, Diplomatiespiel geht aber nur, wenn sie uns nicht mögen. Das ist das Problem. Was total bescheuert ist irgendwo. Finde ich. Das verstehe ich nicht so ganz. Man muss ja eigentlich irgendwie die Möglichkeit haben, die zu integrieren ohne Krieg. Sollte man annehmen zumindest. Ne? Aber er sagt mir, sind zu gut die Beziehungen. Sollten wir eigentlich von ausgehen, dass das so sein sollte. Ach, die können sich mir auch freiwillig anschließen. Okay. Interessant. Aber die sind jetzt schon ewig schon mein Untertan. Also da hat sich noch nicht viel getan. So, mal gucken, ob jetzt die Planwirtschaft hier durchgeht. So, Traumdeutung, Pause. Angesehener Arzt aus Flandern hat eine neuartige psychiatrische Untersuchung entwickelt, der insbesondere die Rolle des Unbewussten, sozusagen mit dem verschütteten Kinderzimmer bei Psychologie und Pathologien betont. Klingt irgendwie nach Freud oder so. Aber wird halt kein Name dazu gesagt. Oder wer hat die Traumdeutung gemacht? Ich tue die jetzt schon runtersetzen. Die Niederländer. Na doch, Sigmund Freud tatsächlich. Dann gehen wir hier in die Universität. Freie Regierungsumbildung, da brauchen wir nichts machen. Das passt alles so. Ich kann ja leider keine einzelnen rausnehmen. Das ist blöd, weil dann würde ich nämlich die Landbewohner rausnehmen. Prozent. Grundwert ist 0, okay. Unterstützung von ganz unten für ein Gesetz. Sehr gut. Prozent. Na, wenn das jetzt... Ah, hat immer noch nicht gereicht. Das dauert wieder ewig. Nee, da haben wir schon. Okay. Schaut es eigentlich hier hinten mit der Kolonie aus? Zieht sich auch ewig hier. Schlimm, schlimm. Lebensmittel ist irgendwie knapp. Wie, ich habe kein Fleisch mehr.
Dampfer. Schön. Die Windmühlen, Leute, du meinst die Bürger, glaube ich, oder? Grundbesitzer, genau. Ja, die sind halt, Grundbesitzer sind halt mehr für die Monarchie gedacht. Für das Traditionelle. Mit der Kirche zusammen und den Landbewohnern. Wobei ich denke mal, die Landbewohner sind auch ganz gut für die Kommunisten. Will ich mal. Was ist das? Wie geil ist das denn? Zwei verschiedene Aufstände kämpfen gegeneinander. Okay. Das ist sehr interessant. Costa Rica. Wo war denn das? War doch hier irgendwo, oder? Ach, da unten. Da ist Costa Rica. Dann ist hier nochmal der Aufstand. Auch geil. Oh Mann. Die haben ein bisschen Probleme, glaube ich. Oh. Die Revolution singt. Die haben es anders überlegt. Sehr schön. Das gefällt mir. Und da ist wieder geschieden. Wieso das denn jetzt? Ach, jetzt die Kopfsteuer. Haben sie mal eben gewechselt. Mehr Eisenbahn. Ich hoffe mal, das funktioniert dann, wenn wir das hier haben, dass das dann das Achievement durch ist. Oder ob ich das hier noch brauche, das weiß ich nicht. Eine ganze Staatsregion kolonisiert. Mal gucken. Das ist das Tutorial Achievement. Das wollte ich machen. Oh, ich bin 48.000 arbeitslos. Was ist denn da los? Ach, warte mal. Shit. Ich habe da noch den Erlass drin. Huch. Können wir noch was bauen? Eine Lebensmittelfabrik oder so. Es hängt. Yeah. Frohe Botschaft der Revolution. Beführte liberale Reformen sind bestrebt, ihre Ideen in unsere Nachbarländer zu verbreiten. Das finde ich doch gut. Oh, hier unten gibt es Aufstand. Aber hätte ich mich dahin anschließen können. Ne? Liberanischer Aufstand. Okay, der, ja, da sind die USA dabei. Okay. Ah, okay. Also, ich will keine Revolution verlieren. Wäre eine Idee, ja. So, aber wenn das jetzt ist, ich glaube bei 52%. Dann weiß ich auch nicht. Oh.
Die wollen nicht. Das nervt. Das nervt sehr. Nervig. Führen wir mal einen kleinen Krieg. Ach, geht nicht. Einvernehmlich, das geht aber nicht. Masina wollte ich erobern. Also wirklich, Maßnahmen vorher kannst du nicht ergreifen. Ich stehe da, wo die kommen. Bei mir ist Holland, Windwardküste und Wallonien. Das wird ja auch farblich hervorgehoben, wenn ich das richtig sehe. Da wird ihr dann kommen wahrscheinlich. Also wirklich, Maßnahmen vorher kannst du auch nicht ergreifen. Außer, dass du dein Militär hochrüstest. Was ich ja eh gemacht habe. Ist eh immer auf der höchsten Stufe. Oh. Ich kann es mir leisten. So teuer ist es nämlich nicht. Unproduktive Handelsrouten. Fleisch. Wo ist das Problem? Oh. Clever. Erhebliches Exportpotenzial, aber mir fehlen welche. Sowas. Das muss man jetzt nicht verstehen. Bei mir ist Österreich schon im ganzen Land die stärksten Gebiete. Kasernen abbauen oder Kasernenschwächen ging nicht. Achso. Ach, die Revolution. Ja, dann hatten wohl alle was gegen dich. Dieser Aufruhr geht auch nicht weg hier, das ist so nervig. Machen wir noch eine Notsozialhilfe rein, so. Müsste man aber eigentlich die Institution auch noch steigern, damit es wirklich was bringt, ne? Gehen wir da auch mal eins hoch. Aufkeimende Radikalität. Könnte überall passieren, ja. Ganz genau. Argentinien. Könnte ich mich einer Seite anschließen?
passiert denn eigentlich, wenn das schief geht? Sinkt denn der Meinung vielleicht? Nö, passiert nichts. Die Werfung verweigert. Die Segel. Bei wem hab ich denn das jetzt gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Amerikaner, Amerika der Kommunisten. Oh. Ist auch bloß die Planwirtschaft ist durchgegangen. Sehr schön. Gleich mir ja fett Minus. Ich will nicht auf dem Markt. Ich möchte mir die Dings anschauen. Ja. Na, viel Spaß. So, jetzt können wir nämlich hergehen. Zu den 17 zu Dingsbumshöfen. Ah, nee, können wir nicht. Keine Heimarbeit. Was macht das für einen Unterschied? Es gibt Virtuosen. Das gibt Tuchholz. Okay, da haben wir genug. Warum geht das nicht? Achso, da brauchen wir Ritterrepublik. Und das hier? Gesetz, Leibeigenschaftsgesetz in Arbeitsrecht wurde beschlossen. Ah, okay. Ich dachte, man kann da das andere ändern. Okay. Heimarbeiten, keine Heimarbeit. Aha. Plus 24.000. Das andere Weise geht immer noch die Börse. Oh, Landbetrieb geht noch. Kann ich gar nicht zurückändern. Oh. Moment, das hat es automatisch gemacht. Oh, okay. Hat es die ganzen Kapitalisten abgesägt jetzt. Revolution sind wir noch da. Journal, Abstinenzbewegung. Ah, jetzt kann man, glaube ich, den Spirituosenhandel verdingsen, oder? Nee, ach so. Wir haben noch den Freihandel. Hm. Ah ja. Ja, wird es nochmal einen Haufen Radikale geben. Dann eher unpraktisch. Können wir noch auf allgemeines Wahlrecht gehen? Werden das dagegen, die Grundbesitzer? Da haben sehr viele was dagegen.
Wir lassen das erstmal so. Es sollen sich erstmal wieder alle beruhigen hier. Das sollte jetzt sinken, oder? Ja. Oh, unser Admiral ist tot. Die Gewalt eskaliert. Sollen sie randalieren? Geht immer noch nicht. Na, es scheint so, als würden hier der Bauernaufstand gewinnen. Bin jetzt aber ganz schön im Minus, du. Das ist nicht gut. Gut, es sind aber viele arbeitslos. Geht ist nicht gut. Ich glaube, ich kriege jetzt nichts mehr subventioniert. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist natürlich sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Was ist hier los? Nicht. Telefon freigeschaltet. Haiti versucht, die Aristokratenaufstand zu beeinflussen. Nee. Ah, Telefone, sehr schön. Massenüberwachung. Handelsrüstung, Handelsrüstung, Wettbewerbsfähigkeit. Okay. Machen wir es mit mehr Bündnisse, würde ich sagen. Jetzt schon wieder. Muss ich wieder die Kopfsteuer beschließen hier. Ist ja nervig. Schaut es hier aus? Ich glaube, wir kriegen hier ein kommunistisches Amerika. Das ist nicht so gut. Eventuell. Was wollten die hier noch haben? Ach, wegen dem Freihandel. Habe ich das Falsche gewählt? Na so Mist. Wir könnten uns isolieren. Gehen wir auf den Protektionismus.